Andreas. Hallo Julia. Hallo. Schätzelein, ihr habt ganz wunderbare Sachen gekauft. Und zwar nur vom Feinsten. Ich sehe schon, der Balsamico ist ein richtig guter. Ziemlich viel Bioware, was ich sehr wichtig finde. Wollen wir mal losschlüsseln? Machen wir. Wunderbar, geht los. Also ich wollte noch sagen, hier den Salat. Ne? Ja. Den Salat, den habe ich jetzt kreiert. Das sind jetzt Blattsalate. Mhm. Und da machen wir Erdbeeren rein, Granatapfel. Oh, ganz lecker, sehr gesund. Super, schmeckt ja. Mega. Mhm. Also ein bisschen süß, sauer. Mhm. Das ist was für Zizi. Das ist nämlich, genau. Das liebe ich sehr, ja, ich die Kombi. Und die werden wir anbraten. Oh. Mit dem hier und ein bisschen Honig. Wir brauchen noch Honig dazu. Super. Das hat die Frau bestimmt. Genau, das hat sie bestimmt. Das erkläre ich euch. Super. Also wir müssen uns die Arbeit aufteilen. Ja. Wer will den Salat übernehmen? Das ist was für Zizi. Ich mache gerne den Salat. Du musst erst mal polen. Ja. Da werde ich euch einen Trick verraten, wie man das am besten macht. Das habt ihr gesehen, ne? Ja. Jetzt schneide ich das Ding durch. Ja. Wir brauchen ja nur die Kerne, logischerweise. Das andere ist ja bitter. Genau. So, jetzt kannst du das. So machst du das und dann gehen die von selber raus. Genau. Okay, ich habe die einzeln rausgepult. Jetzt kannst du die da so rausdrücken. Sehr geil. Okay. Teddy, wir brauchen dich. Du machst die Salatsoße. Folgendes. Ach. Du nimmst eine Pfanne, machst Butter rein, davon ein bisschen rein, Honig rein. Ja. Und bratest die bitte an. Und zwar so leicht knusprig. So. Schau, jetzt wird das. Das sieht gut aus. Ja, das schmeckt gut. Erdbeeren, habt ihr noch was zu sagen? Ja, wir wollen zum Julia ins Dressing. So, jetzt probiere ich das mal. Wie süß sauer er ist. Noch ein bisschen Honig rein, bitte. Bitte. Und ein wenig. Das ist auch sauer jetzt, ne? Noch ein bisschen. So. Oh, das gibt auch schon gutes Aroma, was ihr da macht. Dann nehme ich gleich mal eine Nase. Oh ja, das ist lecker. Und jetzt kann ich ja mal sagen, also die Julia ist nicht nur eine verdammt gute Sängerin, die ist auch eine verdammt gute Köchin. Und das ist eine ganz gefährliche Mischung. Dankeschön, das habe ich von meiner Mama, wenn dem so ist. Dann hat es gedeppt. Pass mal auf, jetzt ist das jetzt erstmal nur ohne Salz und Pfeffer. Natursalz? Ja. Ich werde das mal abnehmen. Pfeffer? Ja. Ah, ja, schon. Der ist sehr klein. Ich nehme eine Nummer durch. Einmal kurz durchrühren, bitte. Sonst hast du alles zwischendrin. Genau. Jetzt probier den mal. Hier ist was los. Jetzt wird es schon langsam braun. Also bevor es schwarz wird, muss man es runternehmen. Gut. Probier schnell. Wow. Perfekt. Gut. Ist gut, wie es ist. Sehr schön. Teddy sagt immer, süß und sauer müssen miteinander kämpfen. Keiner darf gewinnen. So. Genau. Das lassen wir jetzt einfach mal stehen und lassen es abkühlen. So. Julia, darf ich das schon zusammen? Alles da reintun, ja? Genau. Exakt. Du kannst alles machen. Was hat sich erledigt? Braunbeeren, Grizzlybeeren, Saubeeren und Blaubeeren. Meine Lieblingsbeeren. Also, Schätzes, wir haben jetzt das hier. Das kommt in die Salatsoße. Das sind die Früchte, die auch in der Salatsoße kommen. Mhm. Zuerst machen wir aber das Dressing. Es besteht aus Olivenöl, Balsamico-Essig und Erdbeer-Balsamico. Oh, lecker. Salz und Pfeffer. Das wird dann kombiniert, das probieren wir erstmal aus. Dann kommt das hinterher und das Ganze kippen wir dann da rein. Das ist die Salatsoße. Okay. Die dann später in den Salat kommt. Mhm. In letzter Konsequenz, ganz zum Schluss, bevor wir essen. Also meistens lasse ich den Salat ganz weg und esse nur das Dressing. Ich mache jetzt einfach mal, weil es braucht ein bisschen. Also tatsächlich ist das Große, was wirklich lecker ist, weil der Salat ist ja relativ geschmacklos. Der hat ja jetzt nicht so viel Aroma. Nein, das ist ja das sind Salatblätter einfach. Genau. Ne? Das hier ist eigentlich das, was das Aroma. Ein Dressingträger, mehr ist das nicht. Genau. Jetzt machen wir da mal richtig ordentlich Salatsauce rein. Oh yeah.
Das darf ruhig rein. Da kann man jetzt ein bisschen mehr reinmachen. So. Und das Ganze wird jetzt noch einmal kombiniert. Jetzt noch zukommen, Matthias. Das ist also gut. Jetzt machen wir ein bisschen Salz und Pfeffer rein. Ich nehme an, dass wir nachreichen müssen, weil die Soße verliert sich in den Früchten. Ja. Es ist dann doch mehr Zeug, also Nahrungsmittel, die da in der Soße drin sind. So, her damit. Einfach, okay. Ein guter Balsamico ist wichtig. Ja, ja. Nee, es muss schon richtig gut. Nee, der ist richtig gut. Jetzt kippen wir das da hin. Hier kannst du mal riechen. So, wo ist er da? Da. Ja, da. Achtung. Achtung, jetzt geht's. Das ist noch ein bisschen warm. Okay. Das wird aber ja noch erkalten. Jetzt kommt er rein. Danke dir. Und damit ist das mal weg. Super. Jetzt nehmen wir da, wo der Honig schon so dran war und mischen das mal. So, jetzt probieren noch mal. Gar kein Vergleich. Super sozusagen. Ja, die können wir jetzt da reintun, bitte. Soll ich das mal machen hier? Mhm. Okay, Leute, ab dafür. Jetzt wollen wir mal gucken, ob die Soße halt auch üppig genug ist, dass man die... Super. Total interessant. Okay, ja damit. Die können wir jetzt sozusagen in den Salat reinmachen. Salat ist gewaschen, muss noch ein bisschen trocknen. Kurz vorm Essen einfach die Soße rein, kurz durchrühren. Der Salat ist fertig. Der Salat ist fertig. Klingt das nicht unglaublich fertig? Oh. Der Salat ist fertig. Oh. Klingt das nicht unglaublich gut? Wenn ich irgendwas nicht mehr schneid, an jedem neuen Tag, wo du mich auch noch magst, dann ist das geschehen. Die Glocken klingen. Das ist schon toll. Wenn du sagst, der Salat ist fertig. Der Salat ist fertig. Klingt das nicht unglaublich fertig? Der Salat ist fertig. Oh, 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 wenn du Dressing hast für Mann und Haus, mit Walnüssen drin halt ich es nicht mehr aus. Dann muss ich probieren. Muss ich probieren. Ready? Der Salat. Der Salat ist fertig. Der Salat ist fertig. Das ist nicht unglaublich fertig. Oh.